Wunderschönen guten Morgen. Es beginnt für dich ein neuer Tag. Ein Tag von nur 30.000, die wir durchschnittlich auf dieser Erde wandeln dürfen. Nur 30.000 Mal wirst du aufwachen und die Chance haben, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Die Frage ist nur, nutzt du sie? Oder denkst du daran aufzugeben, den Snooze-Button zu drücken und weiter zu schlafen? Wann hast du aufgehört, deinen Träumen nachzujagen? Als es hart wurde? Lass mich dir sagen, jeder möchte etwas sein, aber nur die wenigsten wollen etwas werden. Du gestaltest dein zukünftiges Leben jetzt. Also entscheide dich, weiter schlafen oder aufstehen und alles geben. Mach die drei folgenden Dinge am Anfang deines Tages. Erstens, noch bevor du Instagram checkst und dir denkst, oh mein Gott, die sehen gut aus, die sind auf Urlaub, die haben Geld, was ohnehin mehr als Schein als Sein ist und dich einfach nur unglücklich macht, fokussiere dich auf dich selbst und denke an die wichtigste Sache, die du heute erledigen möchtest. Ob beruflich oder privat, als kleiner Denkanstoß, wann hast du zum Beispiel das letzte Mal Blumen verschenkt? Denkst du, jemand hätte sie verdient? Und zweitens, zwinge dich dazu zu lachen. Einfach lachen. Sieh dem Tag optimistisch gegenüber. Freue dich auf den Tag mit all seinen Überraschungen und Chancen, die er für dich bereithält. Und drittens, nimm dir ein paar Minuten Zeit und mach etwas, was dir Freude bereitet. Meditiere, höre Musik, lese oder trainiere. Wenn du stark und optimistisch in den Tag startest, wirst du alles schaffen. Viel zu oft vergessen wir, dass wir uns wirklich glücklich schätzen können. Sei dankbar für Freundschaft, Frieden, Sicherheit, Freiheit. Und glaub an dich, wir kritisieren uns selbst ständig. Ich bin nicht schön, ich bin schwach, ihr kennt es. Tu mir einen Gefallen und hör auf damit. Mach das nie wieder und sprich mir nach. Ich bin frei. Ich bin talentiert. Ich bin schön. Ich bin kreativ. Ich bin dankbar. Und ich bin stark. Heute haben wir die Chance, neue Erfahrungen zu machen. Denk darüber nach, was du heute machen kannst, damit dein Leben in 5 Jahren so ist, wie du es möchtest. Dieser Morgen ist ein neuer Anfang, ein neuer Start, ein neuer Tag. Du hast bis jetzt alle Herausforderungen überlebt. Also geh raus, hab Vertrauen und genieße das Leben. Alles hat einen Anfang, auch Veränderungen, also lass sie zu. Du hast heute so viel Erfahrung wie noch nie zuvor in deinem Leben. So viel Wissen, aber auch Weisheit wie nie zuvor. Glaub an deine Stärken und geh heute raus und stelle dich den Herausforderungen. Und wenn dich etwas quält, lass es los. Lass es einfach fallen. Fokussiere dich auf die schönen Seiten des Lebens. Du kannst alles schaffen, aber du musst dafür auch etwas tun. Lass mich dir noch etwas sagen. Du kannst alles, was du dir wünschst, erreichen, sobald du realisierst, dass du perfekt bist, so wie du bist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht verbessern und weiterentwickeln sollen, sondern dass du schon jetzt alles in dir hast, um deine Träume wahr werden zu lassen. Wir alle haben nur ein Leben, eine Chance. Also frage ich dich nochmal, nutzt du sie? Du bist in der Endcard drinne, doch warte bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.